Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde die Sims 4. Ja, lang, lang ist her. Ich entschuldige mich, dass es da so eine lange Pause gab. Ich dachte, es wird mal wieder Zeit, dass wir auch mal ein bisschen gucken, was die beiden so machen, was die beiden so treiben, wie es den beiden so geht und so. Ja, willkommen zurück. Jatzebu. Schatzü ist natürlich gleich wieder am Meckern. Wisst ihr, die sind gerade aufgestanden, ja. Ich habe gerade schon das Spiel gestartet. Die sind jetzt aufgestanden. Schatzi hat uns gleich was zu essen gemacht. Und da hat die ein bisschen schmutzig gemacht und schon regt sie sich auf, weil es stinkt. Was ist denn los mit der Frau? So. Und, Peachy, ja. go on. Tankubu, Tankubu, King Kayama. Gushif, we know. Yasinar, Tamf, Das erste, was man erzählt, das ist ein Witz über Fürze oder über ein Furzkissen. Was ist denn los mit dem Mann? Was ist bei dem verkehrt? Schatzü wird rallig. Was ist denn da los? Muss man mal kurz gucken. Nee, weiter haben wir noch nicht ausgebaut. Okay, ja, gut, okay. Dann habe ich ja alles soweit noch im Kopf. Ich bin eigentlich auch dafür. Oh. Okay, wir haben gleich wieder einen Auftrag. Ja, das können wir dann natürlich machen. Ich schmeiß das mal hier in den Kühlschrank. Lass mal kurz gucken. Oh Gott, ich muss mich erstmal wieder richtig einfinden. Wo können wir denn hier nochmal reingucken? Wo ist denn das? Da öffnen, okay. Okay, da ist jetzt nur das drin. Okay, super. Nicht, dass uns da nachher was schlecht wird. Schatzü muss bald arbeiten. Muss in 5 Stunden auf Arbeit sein. Muss sie noch irgendwas machen? Instrument spielen muss sie noch. Gut. Genau. Knutscht euch mal. Frau. Du machst einen weich. Zum Spaß. Ja, perfekt. Sie wollte gerade anfangen, das ist sehr gut. Manne. Lass mal gucken. Du sollst hier nämlich was machen. Wütenden Block. Ich soll einen wütenden Block herstellen. Oh Gott. Und ich weiß immer noch nicht, was wir machen können, damit wir wütend werden. Warte mal, können wir da nicht. Ich guck mal hier kurz rein. Können wir hier nicht irgendwas kaufen oder haben wir nicht irgendwas, was uns wütend macht? Was haben wir denn hier? Oh, nein, sowas macht uns bestimmt nicht wütend. Sieht ja ganz nett aus. Können wir hier nochmal raufklicken und das dann abwischen? Nee, können wir nicht. Nein, 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 nein. Gut. Können wir hier irgendwie sowas wie Aura suchen? Nein. Stimmung. Stimmung. Nagellack? Was? Hä? Was hat der denn? Egal. Stimmt, Bücher vielleicht, wa? Vielleicht gibt es Bücher, die uns wütend werden lassen? Lass mal gucken. Öffnen, Bücher kaufen. Lass mal gucken. Fähigkeit. Kinder, Romane, Krimi, emotional. Energie, Flirt-Tipps. Okay. Lachen bis zum Umfallen, das ist natürlich auch schön, aber ich glaube, wir haben nichts, wo wir wütend werden, ne? Gibt es sowas überhaupt? Zeigt mal alle an. So, dann zeigt aber nicht mehr an, für was das ist, ne? Welche Stimmung und so, glaube ich. Videospiele Band 3. Ist natürlich auch ganz cool. Wir machen ja auch so ein bisschen Gaming-Zeugs und so, ne?
Wisst ihr was? Kaufen wir uns einfach mal die drei. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Womit wir wütend werden können. Schreiben, Band 3, okay. Autor eigentlich nicht. Schlimmigkeit, was? Okay. Schauspielern, Extracts, was? Okay, nee. Raketenwissenschaften, oh mein Gott. Programmieren. Ja gut, programmieren, da sind wir ja gut. Was haben wir hier? Nee. Es tut mir leid, ich muss mich hier auch erstmal wieder einfinden. Ist ja schon ewig her. Ich habe geguckt, ich glaube im März habe ich das letzte Mal gespielt. Wir haben jetzt Ende August, fast. Oder? Ja, nee, wir haben Ende August, genau. Ja. Muss mich hier echt erstmal wieder einfinden. Tut mir leid, wenn das jetzt hier so ein bisschen, Liebe, bla. Wenn das jetzt hier so ein bisschen langsam alles ist, alles so ein bisschen stockt und so. Ich hätte ja auch mal gucken können, zwischendurch, wie man halt die ganzen Stimmungen herkriegt. Mir ist so, als hätten wir unten irgendwas aufgebaut, wo wir Stimmungen beeinflussen können. Keine Ahnung, das dauert mir jetzt ja auch zu lange. Ich switch mal ganz kurz runter. Manne trinkt was. Hier, ne? Oh, okay, hier können wir kokett werden, nicht? Bei den Dingen, ja. Sebastian Heck. Orchideenclub. Nein, jetzt nicht. Weil erstens, ich habe was zu tun. Zweitens, dachte ich mir, dass wir sowieso, ja, geh mal runter zu deinen Schatzhügel, dass wir sowieso was veranstalten, dass wir hier so eine kleine Party veranstalten, jetzt wo wir wieder da sind, nicht? Vielleicht sollte sich Schatzü heute frei nehmen. Kann sich Schatzü heute frei nehmen? Komm her, du Stück. Wie spät ist es? 10 Uhr? Ja, komm mal her, warte mal. Ein Tag haben wir zur Verfügung. Komm. Was soll's? Machen wir. Hier, wartet hier. Urlaubstag nehmen. Nimmst du sich einen Urlaubstag? Heute, dann machen wir heute eine schöne Party. Nur noch mal ganz kurz gucken, dass wir Manne ein bisschen wütend kriegen. Ich habe halt überhaupt keine Idee, wie. Haben wir irgendeinen in unserer Bekanntenliste, den wir überhaupt nicht leiden können? Lass mal gucken. Wir hatten doch hier einen, ne? Den wir nicht leiden können. Der bei uns rot angezeigt wurde. Da, hier, Dawn. Komm mal her. Was? Post ist angekommen, alles klar. Okay, komm mal her. Post bekommen, kannst du gleich mal holen. Danach kannst du mit dem Herrn ein bisschen plaudern. In der Hoffnung, dass sie sich auch streiten, dass er wütend wird. Es war doof, aber ja. Schatzü bringt uns ganz schnell wieder auf positive Gedanken. Was hat er hier? Gefühl der Unsicherheit. Aber es hat noch gar nichts passiert, du bist doch hier. Schatzü ist auch da. Okay. Mal schauen, ob das was bringt. Okay. Keine Ahnung, was da jetzt war. Promi-Reinigung buchen? Nein, das machen wir nicht nochmal. Nein, warte. Post bekommen. Was war das für Post? Hallo?
Okay. Seid lustig. Okay, das. Gut. Ja. Okay, er macht jetzt sauber. Das ist sehr gut. Er macht das sauber, was Shatsu gerade schmutzig gemacht hat. ich würde gerne noch einen wütenden Block aufnehmen. Können wir irgendwas im Internet machen, damit er wütend wird? Lass mal gucken. Können wir hier irgendwas für einen guten Zweck spenden? Nee, das wird uns nicht wütend machen. Denke ich mal. Comedy wird uns wahrscheinlich auch nicht wütend machen. Vielleicht wenn wir nach Karriere suchen. So ist, also das wäre zumindest sehr realistisch. Nee, das war's. Verdammt. Kontakte knüpfen, PR-Agentur kontaktieren, verbessern. Okay. Web. Im Internet surfen, recherchieren, Kunst durchsuchen, lustige Videos, nein. Okay, weißt du was? Was soll's denn? Ist halt kein, ist halt kein wütendes Vlog. Machen wir hier erstmal bitte. Sag mal, Schatzi. Musst du nicht deinen Job mal so langsam absagen? Musst du definitiv. Komm mal her. Hör mal auf zu spielen jetzt. Hör mal auf zu fiedeln. Sag mal deinen Job ab. Du warst heute frei. So, Mana hat durchsucht. Okay, dann, komm mal hier. Nimm mal ein, Video aufnehmen. Oh Gott, was macht sie jetzt? Sie geht jetzt zocken, oder? Oder erinnert uns daran, was wir machen sollen? Hat er schon wieder Hunger? Was ist denn los mit dir? Okay, halt, stopp. Du hast was zu tun. Und zwar, du nimmst ein Video auf. Modetipps, nein. Produktbewertung. Technische Spielereien, Spielzeug. Oh Gott, wo meinen das jetzt am besten? Fröhliches Vlog. Ja, komm, da muss halt ein fröhlicher Vlog hin. Jetzt auch wieder einstecken können. Was ist los mit dir? Inventar. Schmeißen wir hier wieder rein. So, er hat die Drohne, okay. Irgendwas ist kaputt gegangen. Was ist los? Ach nee, nicht schon wieder. Schatzi, kannst du mal kurz? Du bist doch eigentlich ganz gut, ne? In so Repariersachen. Und du bist gerade verspielt. Das sollte doch eigentlich ganz gut gehen. Danach kannst du eigentlich mal wieder was auf Instagram posten. In deinem jetzigen Outfit wirst du wahrscheinlich noch mehr Follower kriegen, als du sowieso schon hast. Da ist man berühmt und muss trotzdem das Klo selber reparieren, wa? Guck mal, hast du gleich was fürs Instagram. Kannst du gleich stolz sagen, dass du das Klo repariert hast. Halb nackt, du Stück. Nein, ja. Entschuldigung. So, gewöhnliche Teile und so gefunden, das ist gut. Hier geht's ansonsten auch ganz gut. Du kannst jetzt aber auch mal ein bisschen was anziehen. Kleidung ausziehen. Alles klar. Das wusste ich noch gar nicht, dass es jetzt geht. Nett. Gut. Das ist auch noch gut, dass es trotzdem noch zensiert ist, weil, ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, sowas machen wir mal, dass sie den ganzen Tag nackt rumläuft und dann mal schauen, wie lange er es aushält. Gut. Wie spät ist es? 15 noch, was? Wir sollten danach denn die Party starten. Das kann eigentlich Shatsu machen. Sie kann eigentlich alle einladen. Okay, lass mal gucken. Zur Arbeit gehen? Nein. Outfits. Mal schauen, was wir noch haben. Vielleicht noch was etwas Passenderes.
Ist eigentlich, ich weiß nicht, das Kleid ist ein bisschen langweilig, oder? Wie ist denn bitte? Sehe ich mal um? Danke. Ach ja, doch, guck mal, das ist doch süß. So kann sie bleiben. Das ist süß. Und schon ist sie wieder rallig. Was ist denn los mit dir, Frau? Manne, wie weit bist du? Beeil dich jetzt mal. Schatzü, du kannst eigentlich mal die Homeparty planen. Kannst mir die Leute einladen. Lass mal gucken. Oh Gott, wo waren das hier alles nochmal? Jobs kündigen? Nein. War das hier? Reisen? Urlaub nehmen? Hat sie schon? Anzahl der Follower überprüfen? Nee. Gesellschaftliches Ereignis planen. Machen wir mal so eine kleine Wiedersehensparty. So, Gruselparty, nein. Meet and Greet, nein. Hausparty. Würde ich sagen. Geburtstagsparty nicht, nein, das machen wir nicht nochmal. Hochzeit haben wir gemacht, sogar in Silber abgeschlossen. Hausparty machen wir. Weiter. So. Gastgeber. Bin Icke. Sie muss eigentlich nicht eingeladen werden, sie ist ja sowieso da. Sebastian Heck. Zack. Judith natürlich. Dann, wo ist der Marco? Hallo? Oh. Oder ist sie mit Marco gar nicht so befreundet? Ist es vielleicht deswegen? Ich glaube, sie hat mit Marco nichts weiter am Hut. Nee, dann können wir das nochmal absagen, weil Marco soll ja dabei sein. Mann, ist fertig. Halt, stopp. Nein, Sebastian, jetzt nicht. Du kommst sowieso gleich hierher. Bitte einmal kurz Videobestand ansehen. So, jetzt kann es weitergehen. Mann, ja gut, okay. Dafür muss Zeit sein. Ich verstehe schon. Wo ist denn bitte der Videobestand? Videobestand ansehen. Hängen. Video aufnehmen. Fröhliches Vlog. Also das hatten wir doch gerade. Videobestand ansehen. Wo ist denn das Video hin? Bin ich jetzt doof? Okay, warte mal. Verbessern? Nee, Quatsch, das kann es nicht sein. Hier ist eigentlich das gleiche, ne? Videobestand. Wo ist das Video hin? Wenn sie jetzt hier guckt, ist das gleiche. Wo ist unser Video hin? Oh. Wir haben... Für Isabella, Fanpost. Okay, das ist schön. Ist trotzdem doof, dass halt... Warte mal, kann er ihr nicht die Briefe selber geben? Fanpost öffnen, das machen wir nicht. In Welt platzieren. Lass mal gucken, ob wir... Aktionen... Einen hinzu, Runden hinzufügen, bitten um... Runde bilden, meine ich, nicht bitten. Was ist denn los? Wir haben hier nicht irgendwie, dass wir die Briefe geben, ne? Okay, dann sagen wir mal hier in Welt platzieren. Gut, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt mit dem Video. Alles jetzt auch erstmal egal. Wir machen erstmal die Hausparty. Ganz ehrlich. Ist jetzt wurscht. Ich
ich weiß, ist eigentlich schön mit ihr plaudern und so, aber jetzt gerade nicht. Jetzt, weil die Zeit rennt sonst weg. Ist gleich 5 Uhr.